Jo, moin Leute und herzlich willkommen hier bei LA Bastards. Ich bin Pete und ich habe den Enno am Start. Moin! Ja, und wir sind jetzt hier gerade in unserer PlayStation 3 Version von Minecraft unterwegs. Und die Sonne geht natürlich schön auf und es ist eine Challenge geplant, eine Let's Build Challenge. Wie ihr schon seht, haben wir ein bisschen ausprobiert. Hauptding ist, wir werden uns eine Zeitvorgabe von 5 Minuten geben. Objekte, die wir bauen, sind vorgegeben. Und wir versuchen, die so schön wie möglich herzurichten. Wir werden die erstmal selber auswerten und dann wollen wir natürlich, dass ihr, die baldige Community, sagt, welches am schönsten ist. Und ja, Dann würde erzähl ich du mal. sagen, jeder auf seine Stelle. Dann anfangen. Willst du nicht erstmal sagen, was wir denn bauen wollen jetzt? Ach so, wir bauen jetzt ein Klo. Ja, wir bauen ein Klo. Welches schöner ist, ne? Dann schreibt's einmal mit Hashtag unten rein. Entweder Enno oder Pete. Bin ich jetzt auf deiner Seite? Auf meiner Seite. Oh. Mach dich weg. Selten geh. Muss noch das Schaf tot machen und dann können wir anfangen. Also das Schaf hat getötet. Ja, tut mir leid, es wird nicht nochmal Du vorkommen. Schlinge. Jetzt verpiss dich. Ich baue euch gleich ein Klo. So, Leute. Bist du auf Posten? Bei mir kann anfangen, ja. Wir können Okay. anfangen. Dann würde ich sagen, let's go. Okay. 3, 2, 1. So, und da kann man jetzt natürlich noch dazu sagen, dass wir erstmal gucken wollen, wie das bei euch ankommt. Und Deswegen nehmen wir jetzt erstmal so zwei Folgen noch auf oder drei. Und dann entscheidet ihr, ob ihr mehr sehen wollt von dem geilen Zeug, was wir hier machen. Und ja. ja, mal Natürlich gucken. auch alles zum Lachen ein bisschen, ne? Ja. Es war auf jeden Fall Jetzt. gerade schon in der Probe von uns. War sau geil, ey. Wir haben uns echt Ja, manchmal nicht mehr war krass. eingekriegt. Aber wir werden das wieder so hinkriegen. Und ja, gucken wir mal. Und auf jeden Wäre schön, Fall, ohne Klo baut, aber. auf jeden Fall haben wir jetzt auch auf der PlayStation-Version von Minecraft dann auch bestimmt noch vor, Survival-Modus und so einen Quark zu bringen. Große Bauten bin ich jetzt eigentlich nicht so Fan von, weil das ist echt. Wir haben wenig Zeit. Muss nicht sein. Und das ist dann nicht so das Wahre. Auf jeden Müssen Fall jetzt dann so, immer absprechen ja. und sowas. Und müsst ihr auch verstehen, also wir haben ja auch nicht immer die Zeit. Ich denke mal, werdet ihr auch verstehen, oder? Klar. Ja, so, wie weit bist du, ne? Bist du schon so weit oder was? Nein, Ja, lange nicht. bei mir dauert es auch noch ein Stück. Auf jeden Fall habe ich auch noch vor, persönlich für den PC von Minecraft ein paar Versionen zu bringen, weil es gibt ja echt viel Auswahl, was du auf Minecraft bringen kannst. Zumindest auf der PC-Version und da bin ich eigentlich auch selber ganz großer Fan von den ganzen Adventure-Maps, die du da starten kannst. Da werde ich mir dann auch mal so ein, zwei Freunde rauspicken, mit denen ich das dann in Angriff nehme. Da ich gerade der Einzigste bin, außer Martin eventuell, da müssen wir mal gucken, wie der mit seiner Technik bis dahin auf dem Stand ist. Ja, aber da ich zurzeit der Einzigste bin mit einem ordentlich funktionstüchtigen Rechner, dass ich das alles bringen kann, werde ich erstmal Minecraft auf dem Rechner alleine bringen. Aber eben auf der PlayStation werden wir dann zusammen mal was machen. Drum tun wir jetzt den Scheiß, haben wir uns was Schönes ausgedacht, was wir machen könnten. Und es ist auf jeden Fall auch immer mal witzig. Würde ich doch sagen, ja. Kommt auf jeden Fall gut. Zu sehen, was andere Leute davon halten, das ist natürlich immer noch das Beste. Oh, nee, das wird nichts. Gar nicht so einfach hier, der Scheiß. Fangen wir schon mal an. Ja, gut. Würde nicht sagen, dass es scheiße ist, aber. Nee, das wäre dann eine Klospülung. Egal. Oh, jetzt habe ich verraten, jetzt habe ich verraten. Oh. So viel. Ja. So. Ja, und was wir auch noch sagen wollten, ist, dass wir endlich von Ubisoft die Genehmigung bekommen haben, Spiele von denen öffentlich zeigen zu dürfen. Ist auf jeden Fall ein Thema, was auch schon angefochten wurde. Oh, was habe ich denn jetzt hier gebaut? Was Leute sehen wollten, ist dann später Swash Dogs. Das wird Ende auf der PS4 bringen. Müssen wir eben noch warten, bis es dann mal offiziell
released wurde, das Ding. Und dann geht das wurde richtig ja schön öfters schon verschoben oder wurde einmal verschoben in der Hinsicht. Hm. Muss mal gucken, ob sie es nochmal verschieben, weil sie denken, ach, nee, wir haben so einen Scheiß. Noch nicht mehr. Hm. Also, die kriegen das einfach nicht fertig. Ist einfach so. Das ist wie bei Drive Club. Sollte am Anfang Release von der PlayStation da sein und haben sie einmal verschoben und jetzt schon wieder verschoben. Also, ich denke mal, wenn man so ein krasses Spiel bringen will, dann gehört da auch einiges dazu. Ich glaube, dass es das am Anfang nicht läuft, dass das dann nichts für die Community wäre. Wenn man, wer will ein unfertiges Spiel spielen? Außer DayZ. Ja, DayZ. Naja. Wollen wir dazu was sagen? Warum? Was hast du denn auszusetzen, mein Freund? Also wenn ich einen leistungsstarken Rechner hätte, ne? Aber DayZ, ganzen Glitcher und allen drum dran, Alter. Ah, das ist wirklich nicht schön. Schön ist das ja auch nicht. Spaß machen tut das ja auch dann nicht. So, Enno, ich glaube unsere 5 Minuten. Da müssen wir uns mal ein bisschen beeilen. Ich bin selber eigentlich noch nicht so weit, aber... Was soll's? Ja, ich... Sei fertig. Schnell. Wenigstens noch hinten das Ding fertig bauen. Schneller! Natürlich ist das hier auch wieder was anderes auf der PlayStation wie auf dem Rechner. Also ich bin fertig. Steuerung natürlich alles. Jo, ich bin auch fertig. Treffen wir uns hier oben. Ja, ich sehe schon. Wir hatten alle beide die gleiche Idee, noch ein Wasser reinzubringen. Ja. Wo bist denn du mal hier? Ja, ich würde sagen, gucken wir uns das mal kurz an. Meins habt ihr ja gerade beim Bauen die ganze Zeit gesehen. Hier haben wir Enno seins. In dem schönen... Was ist das hier für ein Stoff? Ja, ist egal. Einfach so silber-weiß, wie halt normale Klos halt sind, ne? Hier oben habe ich Drucktasten. Ja, wenn du drüber läufst, klickt auch, ne? Die Spülungen. Ja. Hast du sowas? Nein, habe ich nicht. Ja, Sister. So, und hier haben wir mein Klo. Was auch nice aussieht. Ja, da kann man mal kurz reinspringen. Whee! Ja, und wie gesagt, ihr habt beide gesehen. Da könnt ihr ja mal abstimmen. Da könnt ihr ja dann sagen, da keine Ahnung. Scheißhaufen und so. Na, du liegst da drinnen. Eine Kackwurst. Das ist eine Kackwurst. Ist eine ja, Kackwurst, auf jeden Fall. Ihr habt die Klos gesehen, da könnt ihr sagen, welches gefällt. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie zum Beispiel, wenn ihr meins schön findet, schreibt einfach Hashtag PietsKlo oder Hashtag EnnosKlo oder so ein Scheiß. Lasst euch was einfallen. Wir bedanken uns schon mal fürs Zuschauen. Mal sehen, ob das hier so anläuft, wie wir uns das erwarten. Und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, genau. Tschüssi. Ciao.